ich habe mir diesen Bus gekauft und möchte den zum Camper ausbauen. Und wie das Ganze nachher aussieht, wie ich das mache und was ich für Ideen habe, seht ihr in den nächsten Videos. Bevor ich aber jetzt anfange, heute ist ein bisschen Kleinkrams dran, muss ich mich erst noch umziehen. So, fertig bin ich, jetzt geht's los. Jo, weiter geht's. Eine Leuchte der Kennzeichenbeleuchtung funktioniert nicht, das heißt, die tausche ich jetzt aus. Da habe ich hier LED-Kennzeichenbeleuchtung gekauft, die werde ich gleich einbauen. Bevor ich aber damit starte, mache ich hier erstmal eine grobe Wäsche, dass das hier erstmal soweit dahinter auch sauber ist, bevor ich die Kennzeichenbeleuchtung anbringe. Ja. Einbauen und mal schauen, wie die dann leuchten. Geil! So, jetzt schaue ich mir mal an, inwiefern wir hier in diesen Löchern dann dementsprechend unsere Kennzeichenhalter einbauen. Sind ja doch schon ein paar Löcher gebohrt worden. Vorher war dieses Kennzeichen hier hinten mit zwei Schrauben befestigt. Einmal hier unten links und einmal da oben rechts. Einfach nur angespackst. Ich habe jetzt extra für meine kurzen Kennzeichen diese Kennzeichenhalter gekauft. Hashtag Werbung. Kann ich aber empfehlen, weil ich die auch schon dreimal verbaut habe. Und ja, ich würde sagen, wir legen los. Und damit ich euch das anschauen jetzt erspare, fertig. Ja, wir haben jetzt an dem Bus hinten die Kennzeichenbeleuchtung repariert. Wir haben jetzt die beiden Kennzeichen vorne und hinten angebracht. Und weil in diesem Bus noch Bixenon-Scheinwerfer oder Birnen verbaut waren, mit so einem Brennergedöns und so alles verkabelt, habe ich das wieder zurückgerüstet, weil es nicht eingetragen war. Und werde das jetzt wieder auf Glühobst umrüsten. Die Seite habe ich den einen Abend schon fertig gemacht, aber weil es schon ziemlich dunkel war und ich nachher keinen Bock mehr hatte, im Dunkeln zu fummeln, es war nämlich schon 21 Uhr, habe ich die Seite zwar auch schon ausgewechselt, aber ich musste da nochmal ran, weil die Birne kaputt war. Also werde ich jetzt die Birne austauschen. Kurz zum Zeigen, das hier war der ganze alte Kram, den ich jetzt natürlich nicht mehr brauche. Ja, genau, das war eine Sache und das war der ganze Rest, der damit verbaut war. Ja, also raus damit. So, soweit so gut. Jetzt beginne ich mit der Grobwäsche. Ringsherum einmal die Schwelle und so. Alles, was hier so richtig super Dreck ist, den werde ich jetzt mal grob vorwaschen und nachher geht es nochmal unter den Kercher. Mal gucken, wie der aussieht.